Ja, moin liebe Freunde der Fischmenschen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Grauen aus der Tiefe 2, Gesang der Sirene im Bonuskapitel. Und wir starten eine Partie. Mahjong, wer hätte es gedacht? Rein in den Aal, hätte ich gesagt. In dem Fall passt es ja sogar, spieltechnisch. Ja. Also man merkt auf jeden Fall, es geht hier schon etwas mehr zur Sache als im Grundspiel selber, beziehungsweise im Grundspielkapitel, wie will man das bezeichnen? Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls, ja, gucken wir mal. Also ich hatte jetzt auch schon ein paar mehr Schwierigkeiten gehabt, habe ich festgestellt. Ihr ja sicherlich auch. Also so ein bisschen knackiger ist es dann doch schon, dass man dann doch ein bisschen mehr rein, sich reinhängen sollte. Ah, das passt doch schon mal. So, die Seepferdchen, die beiden. Die beiden, die beiden. Ja, die beiden. Können wir kombinieren. Die beiden, das. Die beiden Dreier. Die beiden, die beiden, die beiden. Das, das. Die Muscheln. So viel zum Thema, ich bin gut im Mahjong. Das war ja wohl nix. Weil immer wenn er mischt, ist es ein Zeichen, dass du richtig schlecht warst. Also ich habe auch nicht oft gewonnen im Mahjong, wenn ich das mal gespielt habe. Vor Jahren, also ehrlich gesagt, ich habe sogar ziemlich oft verloren im Mahjong. Aber ich hatte trotzdem meinen Spaß. Also Mahjong war ja tatsächlich eins der wenigen Spiele. Ihr wisst ja, ich habe ja so ein kleines Problem mit Verlieren. Also bei Mahjong fand ich das gar nicht so schlimm zu verlieren, weil, ja, war halt so, ne? Was soll man da auch groß machen, ne? So. Ah, das sieht nach dem Platten für das Rätsel hier aus. Dreh die Steine, um dem Schiff zu ermöglichen, durch alle Häfen auf die andere Seite der Karte zu reisen. Schiff da. Oh, wo ist der? Das soll der Hafen sein, oder was? Okay. Nein, das sind die Häfen. Okay. Ja, so wird schon mal ein Schuh draus. Nee, wenn dann eher so rum. Das war falsch jetzt. Irgendwas passt noch nicht. Das. Passt. Sehr schön. Ah! Das sieht doch nach dem Buntglashut aus. Können wir nicht einsetzen. Schade. Schade. Ich hatte Hoffnung für einen kurzen Moment. Vielleicht hier? Ja, der Hut. Ja! Okay. Vorhin war es noch eine Sandbank, jetzt ist es ein Strand. Also irgendwie hat sich das kurzerhand mal aufgewertet. Ich weiß zwar nicht wie, aber es hat sich kurzerhand mal aufgewertet. So, was haben wir denn hier? Wir haben ein Ruderboot, das ziemlich im Eimer ist. Ich sehe schon mal ein Zahnrad. Ich sehe Öl. Indem wir eine Angel nutzen, die uns eine ja, okay. Alles klar, dann gehen wir nochmal zurück. Dann können wir ja jetzt den Schreibtisch hier öffnen. Drehe die Ringe, um auf den Zylindern ein Bild zu gestalten. Oh Gott. Das sieht mir nach ein nicht Oktopus, kein Kalmar, wie heißen die Tiere noch?
Kaimar, ne? Ich glaube, Kaimar hießen die. Hießen die Kaimar? Ich meine, die hießen Kaimar, ja? Ja, es muss genau mittig sein, so wie es aussieht. Sagt er genau mittig. Bisschen höher noch. So. Irgendwie klappt es noch nicht so ganz. Hä? Ah, jetzt. Ui. Pistole. Steinschlosspistole. Okay. Schade. Schade. Man kann es ja mal probieren. Es hätte ja klappen können. Gut, so weit, so gut. Aber ich, wie gesagt, ich glaube langsam wirklich, dass wir hier keine Tintenfische und keine Dings mehr finden werden. Das heißt, sie sind alle wirklich in der im ersten Szenario. Das ist gut zu wissen. Das heißt, ich werde wohl den einen oder anderen privaten Run nochmal machen müssen. Diese Form kommt mir bekannt vor. Da bekomme ich Hunger auf Krabbenkuchen. Ja, das ist toll, dass du Hunger bekommst. Danke. Was haben wir denn hier? Ein Drahtschneider. Piratenhut. Eine Piratenfigur. Zuerst würde er den Mantel anziehen. Auf dem Tisch liegt jede Menge Nähutensilien. Murray versuchte offensichtlich die Kleidung von Davy Jones anzufertigen. Oh Gott, die Kleidung von Davy Jones. Okay, was haben wir hier? Das Aussehen. Der Fischfluch hat mich bisher nicht entmutigt. Ich forsche weiter, bis sich das Glück zu meinen Gunsten wendet. Zuerst erkannte ich, dass Davy Jones nicht der riesige, oktopusartige Mann war, wie in den Legenden von vielen Ureinwohnern dargestellt. Auch mir erschien er in dieser Gestalt. Aber das war nur eine Illusion, ein Trick, den er auf Lager hatte. Er war ein gut gekleideter Mann, der seinen sozialen Status angeblich mit dem Geld aus dunklen Geschäften erworben hatte. Ah ja. Der verstorbene Bürgermeister fand heraus, wie Davy Jones tatsächlich aussah. Der Schatz befindet sich nicht unter dem Bug, sondern... Also, das ist ein Novum, ja. Ein Gürtel. Ja gut, ne? Also wir sollen jetzt Kleidungsstücke zusammensammeln, die wahrscheinlich dann zusammennähen, damit wir edle Kleidung für Davy Jones haben. Hier. Stemmeisen. Ja, sehr gut. Sockel zerfällt bereits. Mit ein paar Hammerschlägen verliert der allmächtige Davy Jones seinen Platz. Das schwimmt hier schon so ein bisschen irgendwie. Aber wie gesagt, ich sehe keinen Oktopus. Ich sehe keinen Papagei. Ah, das ist echt blöd. Ah, das Wimmelbild ist ausgelöst worden. Das heißt, es gibt wieder eine Runde Mahjong. Ich freue mich. Wieder eine Runde Mahjong. Auch wenn ich momentan fleißig am Verkacken bin. Also in dem Sinne, dass er neu mischt. Aber das macht ja nichts. Wir kommen ja trotzdem voran. Das ist ja das Gute. Die beiden auf jeden Fall. Ups. Die beiden. Da bin ich in der Zeile verrutscht. So, die beiden. So, die beiden ist eigentlich am naheliegendsten. Und das geht aber schon eher wieder. Die beiden.
Gott, ja, ich habe hier zwei verschiedene Sterne. Also welchen Stern nehme ich jetzt? Das ist jetzt die Frage. Ich kann ja erstmal hier mal die Sterne nehmen. Das so. Kelche. Jetzt habe ich drei Sterne. Ich mach das mal so, dann haben wir den nämlich schon mal frei. So, wir haben den Tintenfisch oder Oktopus von mir aus. Wie, je nachdem, wie ihr wollt. Ja. Seepferdchen, die Muschel, die beiden. Die Dreierpalme. Die beiden, die beiden. Dann können wir das gleich machen. Machen wir das schon mal. Die beiden, das, die Schiffe. Hier haben wir eine Dreierpalme. Einfache Palme, die Kelche, gekreuzten Knochen, ja, das sieht doch gut aus diesmal, sehr schön, wunderbar, sehr gut, da kommt doch Freude auf, ein Degen, ja gut, ein Pirat braucht natürlich einen Degen, das ist klar. Hier waren wir fertig. Hier gibt es kein Wimmelbild. Hier irgendwas? Nö. Nö. Nix in der Richtung. Gar nix. Aber wir haben noch keinen Hammer, ne? Hammer und Stelle. Ah! Da haben wir ja das Rätsels Lösung. Ein weiteres Wimmelbild. Beziehungsweise eine weitere Partie Mahjong. So, dann machen wir das schon mal. Wir machen die beiden Totenköpfe. Die 3 und die 1. Die Muscheln. Die Doppelpalmen. Die beiden. Die beiden. Die beiden. Das, das. Die Oktopusse. Ich muss aufpassen, dass ich nicht Tintenfische sage. Ich will immer Tintenfische sagen. Die Schiffe. Auf jeden Fall. Die beiden. Die beiden. Die 3. Die beiden. Jetzt habe ich den nicht weggenommen. Das könnte jetzt schon scheiße gewesen sein. Ich hoffe ja nicht. Aber wir werden es sehen. Seepferdchen habe ich jetzt wahrscheinlich kein zweites. Doch, da. Die Anker. Die beiden Muscheln hier auf jeden Fall. Die Muscheln. Die beiden. Wir haben hier eine knochige 3 und da ist noch eine. Die 1. Dann haben wir den Stern hier. Anker. Die beiden Muscheln. Die beiden Muscheln. Die Doppelpalmen. So, dann jetzt haben wir hier 3 davon. Eieieiei. So, die. Da kriegen wir erstmal nichts weg. Aber die Kelche können wir mal wegnehmen. Nochmal die Kelche. Die beiden. Jetzt kriegen wir die schon mal weg. Das ist schon mal gut. Die. Ja. So viel zum Thema. Ich bin gut darin. Nein, bin ich nicht. Überhaupt nicht. Aber wahrscheinlich lässt sich das auch einfach nicht immer verhindern. Das kann auch sein. Ich weiß es doch nicht. So. Ein Hammer. Jawohl, das ist gut. Ah ja. Eine Holzmaske. Beziehungsweise ein Schaufensterpuppenkopf. Ja, danke dafür. Gut, ein Zahnrad fehlt uns noch. Okay. Sonst noch irgendwie was? Hier ein weiteres... Nein, kein Wimmelbild. Gut, dann halt nicht. Der Holzfigur fehlt der Kopf, ja.
Ein Piratenhut, ja, das ist schon klar, aber wir haben es sowieso noch nicht komplett, also von daher. Eotensilien, ja. Ach Mann. An den Tisch darf ich anscheinend nicht, warum auch immer. Ich weiß es nicht, warum ich es nicht darf. Pistole, wofür brauchen wir die Pistole? Das wäre jetzt nochmal eine gute Frage, wofür wir die Pistole bräuchten. Nochmal, nochmal. Ach, da ist die Robe. Ah, oder Mantel von mir aus auch, ja. Gut, damit sollten wir jetzt imstande sein, den Piraten ankleiden zu können. Einmal den Hut, den Mantel, den Gürtel, Degen gehört dazu und die Pistole. Das ist der Turm. Ah, schön. Wir haben den Turm. Sehr schön. Repariere die Säule. Ja, das haben wir damit getan. Betritt die Geheimkammer. Oh Gott, was haben wir denn hier? Ein Wimmelbild. Wir haben hier irgendwas, was glüht. Keine Ahnung. Und wir haben ein Gebilde, was anscheinend Davy Jones zeigt. Es ist nicht erkennbar, wenn man sie öffnen kann. Ich bin mir aber sicher, dass ich diese Türen schon anderswo gesehen habe. Ich kann mich gerade ehrlich gesagt nicht dran erinnern. Ach, das ist jemand, der kniet. Und er hat irgendwas in der Hand. Ah, okay. Er kniet und hat etwas in der Hand. Hat dem Steinzwerg seine geometrischen Tattoos entfernt. Die Zwerge. Laut den übersetzten Legenden konnte sich Davy Jones eine Position innerhalb der wohlhabenden Familien in der Karibik sichern. Nach einer mysteriösen Tragödie verschrieb es sich ohne Rücksicht auf Verluste einen unbekannten Ziel. Er nutzte seine vielen Ressourcen, um Menschen Wünsche zu erfüllen und verfluchte sie zur selben Zeit. Er nahm ihnen ihre unsterblichen Seelen. Alle Personen, die mit Jones zu tun hatten, erhielten Zwerge unterschiedlichster Art und Größe. Die Zwerge bewachten die Truhen, die zu den Visitenkarten von Jones wurden. Auch ich habe so einen Zwerg. Eine erschütternde Tragödie brachte Davy Jones dazu, seine Missetaten zu verüben. Am Ende ist Davy Jones selber einfach ein Verfluchter, das wär's doch. Na super, das ist aber nur eine Hälfte. Die andere Hälfte kriegen wir dann im Wimmelbild, oder was? Ich könnte es mir fast vorstellen, dass dem so ist. Major. Gut. Let's go. Los geht's, meine Damen und Herren. Eine weitere Runde Mahjong. Mal schauen, wie wir uns jetzt anstellen werden. Wir haben hier noch Tintenfische. Die beiden können schon mal weg. Jetzt wird schon wieder knacke Dicke hier. So, die beiden. Die Anker. Die Kelche. Die Dreien. Hier ist noch eine Drei. Den habe ich leider nicht doppelt gerade. Aber die hatte ich doppelt. Die kann ich nehmen. Ich hätte auch den hier hinten nehmen können, aber naja, gut. Jetzt habe ich keinen Anker, ne? Das ist natürlich schlecht jetzt. Seepferdchen, ja. Okay, ha, da ist der Anker. Sehr schön. Die Schiffe, die Tintenfische, die beiden. Die Navigationssterne, dann nehmen wir die Muscheln hier. Die beiden und die beiden. Die Kelche, die Dreien. Die Kerzenleuchter, sag ich jetzt einfach mal. Ja. Die beiden. Die beiden. Jetzt wird es langsam wieder kriminell. Okay. Die Dreien. Ich habe nichts, um die Eins da wegzuholen, ne? Das ist jetzt das Blöde.
Palmen? Ah. Ah, okay. Da ist die eins. Die zweite. Die will ich haben. Sehr schön. Sehr schön. Wunderbar. Das läuft doch. Jetzt haben wir es auch. Jetzt ist der Knoten geplatzt. Sehr schön. Ohne Hilfe diesmal. Ha! Goldzahnrad, das ist das letzte Teil. Wäre sehr schön. Liebe Freunde, wir haben Partende. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch, dass ihr dabei gewesen seid. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Und wenn ihr mögt, würde ich mich sehr freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal dann wiedersehen zu einer neuen Partie. Grauen aus der Tiefe 2. Im Gesang, ja genau. Gesang der Sirene. Liebe Freunde, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Was auch immer, wann ihr mir es gucken werdet. Und ich sage dann einfach euer Lasser. Ciao. Auf bald. Bis bald. Und tschüss und vor allen Dingen bleibt mir gewogen. Bleibt oder werdet gesund. Bis dato. Tschüss, Freunde.